Herzlich willkommen zurück, meine Wikinger. Wir sehen hier Bretagne, das Gebiet, was wir in der letzten Folge erobert haben. Leider fehlt uns hier eine Grafschaft, denn das Kaiserreich Franzien hat hier Wann erobert. Also Wann, nicht das deutsche Wann, sondern die Region, die Grafschaft Wann. Und ich denke mal, ja, irgendwann werden wir schon das zurückerobern können oder richtig komplett erobern. Denn man schaut sich das jetzt mal hier kurz an. Die Bretagne, die besteht jetzt eben aus diesen ganzen Grafschaften. Uns fehlt einfach nur noch diese. Aber lassen wir das mal hier beiseite. Wir starten einfach mal, machen Stufe 4. Denn wir haben jetzt hier schon mal 935. Heißt für uns, lasst mich überlegen, ich glaube noch 26 Jahre, 25 Jahre vielleicht müssen wir noch aushalten, bis wir dann endlich unsere lang ersehnte Entscheidung treffen können. Ein junger Vermittler. Heute herrschte Unruhe zwischen den Kindern, Astrid wollte vor den anderen eine Predigt halten und wurde Ziel einer kleinen Rangelei. Okay, Astrid ist meine Tochter. Übrigens, ich bin ja quasi die ganze Zeit der Vormund, ne? Deswegen muss ich mich auch kümmern. Nein, ich bin nicht der Vormund, aber hier von der Ingbjörn bin ich der Vormund. Muss ich jetzt nicht unbedingt sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Theoretisch könnten wir sie einer anderen Person geben. Das werden wir wahrscheinlich machen, dann haben wir hier diese ganzen Probleme nicht mit den Kindern. Mit den Kiddies, ne? Also, wir machen es erstmal so, wir markieren sie. Sie kann weiterhin ruhig bleiben. Dann machen wir auch folgendes, Rechtsklick, Vormund entfernen. Eine Sache, dann Kind unterrichten. Jetzt finden wir für sie eine andere Person. Und zwar, sie geht auf Bildung. Ja, da wären wir da natürlich der Beste. Aber unser Reichskode, der Sumalidi, der kann es auch natürlich machen. Das ist doch natürlich vernünftig. Er bekommt auch noch 15 Meinungen von uns. Oder von uns. Das passt auf jeden Fall. Machen wir weiter. Jetzt, wer will wen hier raushaben? Ach du grüne Neune. Aethelswith. Meine Güte, hässlich. Und dann haben sie nicht übertrieben, muss ich sagen. Oh mein Gott, das arme Kind. Und der Vater, der sieht jetzt auch nicht irgendwie viel besser aus. Das verbreitet sich ja wie ein Lauffeuer. So, meine Güte. Diese Traits. Was machen wir da? Sollen wir die rauslassen? 15. Ich meine, das ist doch gefährlich, sowas rauszulassen. Die wird dann irgendwann mal heiraten und so weiter. Nee, ganz ehrlich, komm hier. Ablehnen. Leider, meine Kleine, du bleibst im Gefängnis. Ja, das ist hier die Genpolizei. Ja, wenn die Gene müssen stimmen. Seid gegrüßt, mein heiterer Lehnsherr. Trotz all unserer Bemühungen haben meine Agenten noch keine Geheimnisse aufspüren können. Ja, nun gut, kein Problem. War der hier in Uppland oder war der irgendwo anders? Komm, wir machen das jetzt nochmal in Uppland. Schauen wir mal. Was wir auch natürlich machen müssen mit dem Arni, ne? Entweder machen wir jetzt hier Uppland, da haben wir Entwicklung, da haben wir es. Was haben wir da? Monatliches Wachstum 0,1. Und wenn wir den drauflegen, haben wir hier Entwicklung. Nee, ich habe das hier gerade gar nicht richtig gesehen. Ne? Ich habe 0,1 gelesen, das war aber falsch. Ah, verdammt. Auf jeden Fall lassen wir den mal kurz. Vielleicht eine Stufe. Nein, wir rechnen das mal kurz aus. Also wir haben eine monatliche Entwicklung von 2,3. Das heißt, sagen wir mal, in einem Jahr rund 25. Na, machen wir mal, runden wir runter. Ein Jahr 25. Das heißt, in 2 Jahren circa haben wir eine Entwicklungsstufe. Ja, ist natürlich vernünftig. Lassen wir einfach mal. Spionage, Mord. Bei der Erfüllung seiner Pflichten als Ratsspitzel ist Kasimir auf ein Geheimnis gestoßen, das mein Vasall Trügwi hat. Er hat im Verborgenen Komplotte geschmiedet, um Roy McElroy zu ermorden. Okay. Übrigens, Roy ist schon lange tot. Unter mysteriösen Umständen. Da haben wir den Übeltäter, würde ich sagen. Er ist Herzog. Und, ja, sagen wir mal, der hasst uns nicht vollständig. Aber er würde übernehmen. Der mag uns ein bisschen mehr. Wenn wir den... Nein, wir können ja nichts machen, ne? Ihr erfahrt vom Geheimnis.
So, jetzt haben wir das Geheimnis. Und so, was können wir jetzt machen? Ich könnte erpressen, einkerkern. Genau, das könnte ich machen. Wenn ich den aber erpresse, dann wird er natürlich richtig sauer auf mich. Dann müsste ich ja quasi, also für minus 15 Meinung natürlich, dann müsste ich den einkerkern und so weiter. Will ich das? Das ist die große Frage. Ich würde das gerne einfach in der Hinterhand behalten, denn falls er sich irgendwo anschließt, na, falls er hier irgendwo auftaucht, würde ich sagen, ziehen wir die Karte und kerkern den Jungen ein. So einfach. Und was machen wir eigentlich mit dem Eirik? Was machen wir mit ihm? Sollen wir Mordkomplott starten? Sollen wir das machen? Mord 21. Wir können ja mal versuchen, ne? Vielleicht bringt's was. Also wir versuchen es einfach mal. Warum nicht? Wir versuchen es einfach mal. Wir schauen hier, der Nächste oder die Nächste, die raus möchte, ist eine asatruische Nordin. Okay, sie kann natürlich raus. Habe ich kein Problem mit. Für 15 kann sie natürlich raus. Sie mag mich nicht. Warum? Sie mag mich nicht. Ah, das nervt. Minus 40 jedes Mal, ne? Eieieiei. Also gut. 3 Monate verbleibend. Ich denke mal, wir lassen die 3 Monate, dann switchen wir um auf Komplott unterstützen. Und dann werden wir natürlich schauen, was wir hier für Personen haben, die wir beeinflussen können. Die zum Beispiel wäre dabei, aber bringt nicht so viel. Haben wir nicht irgendwie zum Beispiel Ursula, die Frau, die Ehefrau. Da würde ich sagen, machen wir Folgendes bei der Ursula. Beeinflussen wir mal die Ursula. Das ist natürlich nicht verkehrt. 17 Monate. Das sollte auf jeden Fall funktionieren. Geschenk schicken wäre vielleicht, ja, können wir direkt am Anfang machen, 12, ne? Warum nicht? Hat sie schon mal plus 23 und irgendwann wird sie dann auch hier, minus 2, das haben wir bald. Also das wird auf jeden Fall funktionieren mit der Ursula. Mit dieser Person wird das auch funktionieren. Wir müssen mal gucken, wir haben auch hier ihn, minus 15, den müssten wir theoretisch, wir haben sogar ein Druckmittel. Wir können es aber nicht einsetzen. Wir müssten es eigentlich erpressen, ne? Und zwar, das könnten wir auch machen. Also, wir haben das natürlich in der Hinterhand. Er ist übrigens ein Arzt. Ein Jungarzt. Den können wir auch einstellen bei uns. Ein Hofeinladener. Mit Druckmittel würde das hoffentlich funktionieren. Aber wer will schon einen Arzt, den man zwingen musste, ne? Aber egal, Mord, unterwegs. Wenn die Zeit reif ist, brauchen meine Agenten einen sicheren Fluchtweg aus der Residenz von Jarl Trückwi. Für den Fall, dass etwas schiefgehen sollte. Eine genaue Karte der näheren Umgebung mit allen versteckten Pfaden und Höhlen könnte eine wertvolle Ressource sein. Okay. Ihr bezahlt einen Jäger aus Kruatschu für eine Karte. Was haben wir da? Wir bekommen die Karte, das heißt hier Geheimhaltung und so weiter steigern wir. 37%. Ist diskret, 62% prahlt mit seinem neu erlangten Reichtum. Geheimhaltung minus 20. Oder erkundet das Gelände selbst. Ne? Ich werde sogar krank, das gefällt mir auch nicht. Wir geben die Idee auf. Was heißt, wir geben die Idee auf? Wir geben, okay, nur diese Idee, nicht einfach das Komplott. Okay, gut. Ich will nicht, dass der da rumprahlt, ne? Muss jetzt nicht unbedingt sein. Wir haben auf jeden Fall erstmal hier den Boda, wir haben hier die Tempelgode und wir haben die Ursula. Übrigens, Tempelgode, das ist jetzt hier, ne? Quasi wie bei uns der Reisgode, bei ihm quasi die Tempelgode, ne? Also gut. Was haben wir denn hier? Wer bist denn du denn? Der Wickfuß? Ja, komm, machen wir mit, ne? Eine herzliche Begrüßung. Ja, hallo Wickfuß, willkommen. Ja, danke schön. Spionageaffäre, da haben wir ihn. Sumaralidi Raki, haben wir hier auch nochmal unseren Kasimir, das ist der und die Victis. Also, Sumaralidi hat mit der Victis eine Affäre. Sumaralidi also, aber er mag mich, ne? Ich habe irgendwie kein Bedürfnis, der hat sogar 3 Titel, ne? Das ist so ein Baron. Der Sumaralidi ist ein Baron, ne? Der hat hier so Städte, ne? Hey, warte mal, Sumaralidi ist meine Reisko, oder was rede ich denn da? Der könnte ja theoretisch auch heiraten, ne? Oder darf der das nicht? Macht es Sinn, dass der heiratet?
Nee, komm, Somalidi, entspann dich mal, ne? Alles gut, keine Sorge, wir machen nichts. Also, wir haben jetzt Folgendes, wir machen jetzt hier, wir haben die 3 Monate schon hinter uns, unterstützen Komplotte. Wir werden jetzt auch hier mehr Controlling-Gemeinden pushen, auf jeden Fall Middlesex, da ist es schon mal runtergegangen in der Zwischenzeit. Da haben wir hier 79, das werden wir auch regeln. Dann werden wir hier natürlich schauen, wie es aussieht. Wo haben wir den? Komm schon. Wo bist du denn? Ah. Menüs. Da. 36. Alles klar. Ursula haben wir auch bald, ne? In der Tasche. Minus 1. Okay, das haben wir bald. Das haben wir bald. Versprochen ist versprochen. Da habe ich mich wieder versprochen. Und zwar habe ich dem Wickfuß wieder auf den Arsch geklapst, ja. Einen Klaps auf den Hintern gegeben. Jetzt machen die Gerüchte wieder eine Runde. Und dass er einen Anspruch hat, einen Anspruch, was sage ich da, ein Druckmittel, das will ich nicht. Da lebe ich lieber mit minus 15 Meinung und Anspannung. Also kein Geheimnis von mir. Eine Unterhaltung. Ingolf, Ratskanzler von Wickfuß übrigens, während Gericht auf Gericht folgt, liegt er mir in den Ohren und so kamen wir auch diesem Schlamassel bei. Langweilig euch ganz sicher nicht. So, macht es Sinn, dass wir da mit ihm irgendwie eine Beziehung eingehen, also in Form von Freundschaft? Ich denke nicht, ne? Diplomatiebildung würde eigentlich bei uns ausreichen. Machen wir mal. Jetzt schauen wir mal, wie es hier aussieht. Ja, 22, Hauptsache Bildung ist schon mal hoch. Zurück nach Hause, was für ein Festmahl. Ich werde mich noch lange an die Tage in den Hallen von Wickfuß erinnern. Lebt wohl, mein Vasall. Das hat ja wunderbar geklappt. Eigentlich hatte ich was völlig anderes vor in dieser Folge. Die Freundschaft von Jarl Wickfuß. Obgleich mir seine zahlreichen Versuche, meine Gunst zu erschleichen, nicht entgangen sind, bin ich nicht sonderlich erbaut von seinem plötzlichen Interesse an mir. Okay. Und ich werde das Gefühl nicht los, dass die Absichten von Wickfuß nicht lauter sind. Aber er hat doch ein gewisses Etwas. Okay. Warum kann er mich nicht in Ruhe lassen? Hat er das gewisse Etwas? Hast du das gewisse Etwas, Wickfuß? Ich denke mal, du kannst mich auch in Ruhe lassen erstmal. Hauptsache, mein Ruhm ist weithin bekannt. So, jetzt hier, zurück zum Thema. Was haben wir hier gebaut? Stopp, stopp. Was haben wir hier gebaut? Große Hallen. Wo? In Aarhus. Oh, schauen wir uns mal kurz die Gebäude an. Also lassen wir das nebenbei laufen, da können wir weiterhin bauen. Nehmen wir mal das hier, 100 Gold, 300 Prestige. Wartet kurz, bauen wir mal die Kriegerhütten da aus, das ist schon mal gut. Mein verwundeter Vasall, der Dark. Das ist nicht gut, der mag mich ja auch übrigens. Wenn die richtige Behandlung angewandt wird und Eir sich gnädig zeigt, sollte er überleben. Es gibt nichts, was wir tun können. Oh mein Gott. Also, das wird wohl nicht lange dauern. Naja, Dark, ne? Falls wir uns nicht wiedersehen, war nett, dich kennengelernt zu haben. Die Verwandlung von Blei zu Gold ist seit langem der Traum aller Alchemisten dieser Welt. Obgleich viele es versucht haben, weiß man von niemandem, der es geschafft hätte. Dennoch bin ich auf einige Anmerkungen in den Rändern eines Buches über Pflanzen gestoßen. Sie behaupten, man könne Goldregen erschaffen, indem man Bleizucker in einer gefilterten Lösung aus Algenasche kocht. Kann so etwas tatsächlich möglich sein? So, kann es. Ja, das ist jetzt die Frage. Vorzug möglich. Es kann nicht schaden, dieser Sache nachzugehen. Ja, dann machen wir uns auf die Suche. Oder wir sagen einfach mal, wir haben ein bisschen was gelesen, aber diese Entscheidung könnte mich zu einem Zyniker werden lassen. Das wollen wir auch nicht, ne? Das könnte mich zu einem religiösen Eiferer werden lassen. Das wollen wir ja auch nicht, ne? Also komm, wir sind ja ein schlauer Junge. Wir gehen dem einfach mal nach, ne? Bleizucker schön, machen wir mal. Also jetzt nochmal. Meine Güte, ne? Ich kann nicht... Ich hab's die ganze Zeit auf der Zunge. Ich will sagen, was ich diese Folge machen wollte, aber nee, es geht einfach nicht. Blei zu Gold. Das erste benötigte Reagenz ist Bleizucker. Eine Zutat, mit der man Weine süßt. Ich könnte... Stimmt das übrigens? Bleizucker, das hört sich nicht so, sagen wir mal,
Das würde man heute, glaube ich, nicht empfehlen. Ich weiß es nicht, ne? Bleizucker. Ich könnte einen Händler finden, der mir die erforderliche Menge importiert, aber das wäre teuer. Alternativ könnte ich meinen eigenen Bleizucker billig herstellen, indem ich Blei verbrenne und die Asche in Essig auflöse. Okay, ich kann es kaufen. Ich kann, wenn andere die Arbeit übernehmen, was haben wir denn da? Ihr stellt den Bleizucker selber her. Oder ich bekomme Kopfschmerzen, moderater Malus, nee, Gesundheit. Oder ich sage hier, ich mache nichts. Komm, wir geben mal aus. Wir sind committed. Wir zahlen die 200. Schauen wir mal, was passiert. Blei zu Gold. Bei dem zweiten zu beschaffenden Reagenz handelt es sich um Algen. Sehr viele Algen. 100 Gramm? Geschnitten und getrocknet. Woher bekomme ich eine derart große Menge? Ich werde sie aus verschiedenen Küstenstädten importieren lassen. Alter, wollt ihr mich verarschen? 180? Schon wieder? Oder wir zahlen Prestige. Ich denke mal, wir zahlen doch einfach mal mit Prestige. Das haben wir jetzt eigentlich zu Genüge. Ich beschaffe die Algen oder ich kann meinen Blei auch einfach dazu nutzen, Wein zu süßen. Und dann hören wir damit auf. Nee, komm. Ich erlege meinen Untertanen eine Algensteuer auf. Ja, das machen wir mal. Komm, warum nicht? Prestige, warum nicht? So, die Waifu ist schon wieder schwanger. Übrigens, die machen wir echt jeden Abend rund. So sieht es zumindest aus. Ob das überhaupt Sinn macht hier mit ihr, ich weiß nicht. Sie ist nicht so toll, dass wir da jetzt ständig da uns engagieren auf ihr. Vielleicht sollten wir uns mal eine andere Waifu ranschaffen. Eine, die irgendwie was kann. Zum Beispiel irgendwie eine intelligente, schlaue, schöne, hier eine Wohlgestalt vielleicht. Sie ist 30 übrigens. Oder hier die 26er El Gifu. Ja, oder hier. Oh, die ist natürlich intelligent. Das ist natürlich nicht verkehrt. Da könnten wir doch mal ran, würde ich sagen. Die intelligente Cuthberg. Da könnten wir Folgendes machen. Zur Konkubine machen, ne? Verliert 20 Jahre lang 60 Meinung von mir. Also, meine Konkubine. Bekehrung will sie nicht. Druckmittel will sie auch nicht. Was ich machen kann, ich kann ihr ein Geschenk schicken. 17 Gold. So, Bekehrung jetzt. Wunderbar. Hauptsache das, ne? Dann passt das auch für mich. Blei zu Gold. Endlich habe ich die erforderlichen Reagenzien für die Herstellung von Goldregen. Der Bleizucker ist sicher in wasserdichten Fässern verwahrt. Die getrockneten Algen sind im Hochofen aufgestapelt und warten darauf, verbrannt zu werden. Wird dies mein Magnum Opus? Lasset das Experiment beginnen, meine Damen und Herren. So, das werden wir sicher machen. Was mache ich da nur? Da bekomme ich Bildungslebenswandel und 10 Jahre lang Bildung plus 1. Oder wir schauen uns das mal an. Ihr schafft es, Goldregen herzustellen. Wohlstand und Ruhm sind euer. Oder die Formel führt nicht zum gewünschten Erfolg. Also, ich denke mal, es ist klar, ne? Goldregen, das hört sich ja alles so abenteuerlich an. Wir werden wahrscheinlich hier das zweite bekommen. Aber es ist ja CK3. Wer weiß, ne? Vielleicht klappt das auch oben. Ich sag jetzt einfach mal, lasset das Experiment beginnen. Oh, schöne Musik, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob wir es geschafft haben. Blei zu Gold. Nachdem ich den Bleizucker in die Lösung gemischt hatte, wurde plötzlich alles strahlend gelb. Für einen Moment überkam mich Zweifel, als die Mischung durch das Kochen durchsichtig wurde, aber nach dem Abkühlen sah ich, wie sich goldfarbene Kristalle in meiner Flasche bildeten. Bei näherer Betrachtung wird mir klar, dass es sich bei diesen Kristallen nicht um Gold handeln kann, da sie durchsichtig sind. Allerdings ist es möglich, dass diese Reaktion einer der legendären 12 wesentlichen Prozesse ist, die zur Herstellung von Gold erforderlich sind. Ja, red dir das natürlich schön, mein lieber kleiner Ross, ja? Bin ich der wahren Umwandlung einen Schritt näher? Das heißt, wir haben es tatsächlich geschafft, ne? 1 Bildung, wir bekommen ein bisschen Geld wieder, die Hälfte und 350 Prestige. Ah, warte mal, nicht die Hälfte, ne? Wir haben ja 180 ausgegeben und Prestige, also wir bekommen hier natürlich was. Wunderbar, also top, ne? Also hier, Dr. Ross, hast du gut gemacht und natürlich einen Vorzug, einfach mal so for free.
Das nehmen wir sicher an, das ist gut. Dann gehen wir mal auf Zurückhaltung. Das ist nicht verkehrt. Selbsterkenntnis, gesund und so weiter. Alles klar, das ist eigentlich gut. So, jetzt können wir weitermachen, ohne dass uns jemand unterbricht. Und da kommt schon der Ketil, unser Onkel, mit einem Gedicht. Ne? Blut, Durst und Schweden. Kommt der rotgefiederte Krieg nun in sein Land, wird er niemals finden eine eifrigere Hand. Man fordert ihn lieber nie zum Zweikampf heraus, so manch einen trieb er ins Jenseits hinaus. Wow, alles klar. Blutdurst und Schweden, was will er denn mir damit sagen? Diplomatie-Herausforderung, der hat eine Diplomatie von 0 und trotzdem sind wir nicht so gut. Theoretisch könnten wir das mal herausfordern. 20 Meinungen bei ihm wäre ja nicht verkehrt. Aber wir können hier auch 20 Meinungen gewinnen. Also da sehe ich jetzt nicht irgendwie den großen Unterschied. Dann sagen wir einfach mal, Ketil, ich sehe, dass dies wahrlich von Herzen kommt. Aber wo ist die Meinung? Wo ist die Meinung? Hä? Wo ist die Meinung? Ihr habt 20 Meinungen von Jarl Ketil gewonnen. Ja, aber wo ist sie denn? Hier steht's doch nirgendwo. Ah. CK3, ne? So. Oh, ich hab's komplett vergessen. Ein flauschiger und exotischer Teppich. Teppich. So, flauschig, farbenfroh und weich wie das erste Tageslicht. Ein Händler zeigt mir einen ausgezeichneten Teppich in der Hoffnung auf gute künftige Beziehungen. Als ich die edle Webkunst bewundere, kommt mir ein Gedanke. Würde ein solcher Teppich nicht Schritte dämpfen? Vielleicht sogar die eines tollpatschigen Agenten. So. Ach, der ist misstrauisch, ne? Rachsüchtig, ungeduldig, sprunghaft. Das mal, wenn wir es ihm schenken würden, ne? Extra wachsam. Ah. Er wird sicher was ahnen. Monatliche, wenn ich sage, ich mache nichts draus. Kann ich den quasi bei mir annehmen? Ist das euer Ernst? Nee, komm, hör auf. Dann habe ich jetzt hier 10 Jahre lang Komplottwiderstand minus 10. Ja, dann müssen wir das versuchen. Ja, super. Das hat jetzt super geklappt. Verdammt, ne? Mein Gott. Wo haben wir das? 36. Ach, verdammt. Barit. Bestechung. Haben wir es jetzt? 95! Oh, Ursula, sorry, meine Liebe. Aber wir haben den Barit am Start. Aber dich haben wir auch bald. Wenn wir nur wollen. Oh, meine Güte. Was haben wir denn hier? Der Ratsmarschall ist gestorben. Ketil. Mit 60. Mit 60. Trank sich zu Tode. Eieieiei. Was ist denn hier wieder los? Also. Nehmen wir mal den Orm, 23, wie sieht's bei ihm aus? Ja, wie sieht's bei ihm aus? Keine starken Vasallen, ne? Keine mächtigen Vasallen bei mir. Ja, dann nehmen wir ihn, ne? Minus 8, kann er einfach mal weitermachen. Willkommen im Club übrigens, Orm. So, jetzt, ne? Nach 23 Minuten, ich glaube, das schaffen wir nicht in dieser Folge. Ich wollte eigentlich sagen, ich möchte mit euch auf eine Pilgerreise gehen. Und eine Jagd veranstalten und so weiter. Vor allem auf Pilgerreise, denn ich will jetzt so langsam Richtung Aufbau Frömmigkeit gehen, um eben irgendwann mal, wir haben ja noch 20 Jahre vor uns, irgendwann mal die Religion zu reformieren. Also ich habe mir schon gedacht, vielleicht schaffen wir es. 5400 ist natürlich viel, aber vielleicht schaffen wir das. Wir werden das auf jeden Fall mal in der nächsten Folge starten. Jetzt brauchen wir es jetzt nicht mehr starten, denn so gut wie fertig ist die Folge. Wir werden jetzt hier diese 4 Monate abwarten und versuchen natürlich hier diesen Mordkomplott durchzuführen, denn das ist das Wichtigste, was wir eigentlich in dieser Folge planen. Denn mit seinem Tod ist auch diese Fraktion, glaube ich, aufgelöst. Und was mich natürlich enttäuscht, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ist, dass es nicht irgendwie Fremdgläubige sind, die hier sich dem anschließen, dem Komplott, sondern alles Asatron und Norden, ne? Überall. So, Meuchler.
Die Zeit ist gekommen. Meine Agenten sind in der Stellung. Einer von ihnen wird den Meuchler am Abend der Tat auszahlen. Ein weiterer sorgt dafür, dass die Mauer unbewacht ist. Ein dritter hinterlässt eine unauffällige Spur von Kerzen, die in sein Gemach führen. Alles ist vorbereitet. Tut es oder wartet? Wenn wir es tun, haben wir eine 95%ige Wahrscheinlichkeit, ihn zu töten. Das ist auch das Maximum. Es gibt keine 100%ige. Und ich würde sagen, wir tun es. Wir klicken den nochmal an hier. Tut es. Der Meuchler agierte meisterhaft. Und Eirik ist endlich tot. Zum Glück weiß niemand davon, dass ich an dem Verbrechen beteiligt war. Wie ich doch Überraschungsbesuche liebe. So, und damit haben wir das auch endlich geschafft. Die Fraktion ist auch weg. Und da kommt einfach die Tochter. Ne? Die kommt einfach. Meine Waifu knallt die Töchter raus. Also, nennen wir sie doch einfach mal Waifu. So, mögest du groß und stark werden. Vielen Dank, liebe Konkubine. Das hast du gut gemacht. Und übrigens, liebe Konkubine, du bist entlassen, denn das reicht mir mittlerweile mit dir. Zu viele Kinder, zu viele... Vor allem, was soll ich mit diesen ganzen Kindern machen? Vielleicht sollte ich doch ins Zölibat gehen. Wo steht denn das da? Tschüss, Frauen. Ich habe keinen Bock mehr. Ich würde sagen, ja, dementsprechend sage ich auch Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.